So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppechen und herzlich willkommen. Ja. herrlich. Ist okay. So, meine lieben Freunde, ich freue mich ein bisschen. Ja, hi erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass ich doch recht viel Bass in der Stimme habe. Naja, gucken wir erstmal. Erstmal seid gegrüßt und hi. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eine coole... Ich wollte heute eigentlich keinen Stream machen und vielleicht als Let's Play, aber ich habe mir gedacht... heute hau ich's mal durch. Ich habe eine ROM-Hack gefunden und bringe mich so ein bisschen ins Schmunzeln. Von daher, jo, wir starten gleich. Bevor es Freitag jetzt mit Horizon Zero Dawn losgeht, habe ich mir gedacht, komm, haust du mal ein bisschen was raus. Dementsprechend wird's interessant, vertraut mir. Also was heißt vertraut mir? Ich weiß nicht, ob es interessant wird, sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe es allerdings. Dragon Ball X Pokémon. Bin ich auch gespannt. Jo, ich habe eben kurz den Justin nochmal angeschrieben. Wunderbar. Okay. Für etwaige Spielfehler oder Soundprobleme oder derweil hoffe ich, bitte das zu entschuldigen. Es ist auf Englisch. Not installed, okay. Naja, wie man den Charakter bewegt und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt. Ich habe es mal ganz kurz mal bei jemandem gesehen und habe mir gedacht, jo, könnte lustig werden. So, Warning. Start playing. Ja, die ganz normalen Kram. Es soll ein ROM-Hack sein, basierend auf Pokémon Feuerrot. Hallo, schön dich zu sehen. Willkommen in der Welt der Kämpfer. Mein Name ist Brief. Oh, der Vater von Bulma. Leute sagen, ich bin ein großer Wissenschaftler. Das sind Wesen, die wir Fighter nennen. Alles klar. Generell werden Kämpfer benutzt, um zu kämpfen und so weiter. Und wir fangen sie in Kapseln. Wunderbar. Wir fangen also Menschen in Kapseln. So, ich muss mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Spielen wir Junge oder Mädchen? Wir spielen natürlich einen Jungen. Jo. So.
So, natürlich, ihr kennt's, Wallner ist klar. Richtig, dein Name war Wallner, alles klar. Wer ist das? Das ist mein Enkel. Grüß dich, Adriano. Er wird dein Rival. Ihr rivalisiert, seitdem ihr Baby seid. Wie nennen wir denn den Rivalen? Popo. Nennen wir den mal Popo. Nee, warte mal. Komm, wenn wir schon mal hier, nehmen wir den Poloch. Wenn schon, richtig. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Nein. Och Mist, ich hab falsch. Wir nennen ihn jetzt Poloch. Das ist richtig. Sein Name war Poloch. Alles klar. Wir spielen ein Pokémon-Spiel. Wallner, deine eigene, deine Legende ist noch unerzählt. Eine Welt voll Kämpfe und Abenteuer erwarten dich. Los geht's. Ich muss erstmal in den Optionen gucken, ob ich es irgendwie schaffe, den Text ein bisschen. Ja, endlich! Frame, komm, machen wir es, wenn schon richtig. Grüß dich, Justin. Grüß dich, Marco. Und wollen wir mal los. Recht, alle bekommen, alle Boys, alle Jungs verlassen. Okay, ja, komm, Dr. Brief, look, schaut nach mir. So, ich bin mal gespannt. Das ist Alabastia, oder? Ich weiß es nicht ganz. Das ist ganz lustig. Hier kriegen wir die Karte hoffentlich. Daisy, hallo, mein Bruder Poloch. Wir sind Professors Labor. Alles klar. Wird lustig, hoffe ich zumindest. Hey, warte, geh nicht nach draußen. Brief, hallo. Es ist unsicher. Überall könnten Kämpfer langen. Du brauchst eigene Kämpfer, um dich zu verteidigen. Ja, das kennen wir ja alles. Komm, Speed-Taste. Poloch, oh, das ist richtig. Warte, was ist denn das hier hinten? Sind das Zwiebeln? Ich glaube, nein, das sind Ist egal, ich weiß es nicht so ganz. Ich glaube, das ist ein Scout. Naja. Oh, you have one. Juice one, ja, hey, Kramba, ich will auch was. So, unser erster Mitstreiter. Unser erstes Pokémon. Wer wird das sein? Goku! Noch nicht. Son Gohan, geil. Oh, wen wollen wir denn nehmen? Also wir haben die Wahl zwischen Son Goku, Gohan und Vegeta. gibt es irgendwelche... Habt ihr irgendwie Bock dazu? Also auf welches? Vor allem ist es halt so, soweit ich das verstanden habe, ich spiele selbst komplett blind. Ich habe es nur mal ganz kurz, 10 Minuten, 15 Minuten Gameplay gesehen. Wir können Goku nehmen, wir können Vegeta oder Gohan nehmen. Die sind hier drei in den Kapseln eingesperrt. Das finde ich super. Ich freue mich so ein bisschen. Ich werde das ein bisschen anteasern. Das bedeutet, es wird kein vollständiges Stream- oder Let's Play-Projekt. Vor allem RIP Zeldricon, falls du das siehst. Meine Gedanken sind bei dir. Ich habe es mir gestern angeguckt. Naja, schade. Heute nicht, es ist zu warm. Es ist wirklich zu warm für so ein Goku-Cosplay. Liegt einfach daran, das Ding ist aus Polyester, da stand er, da drunter spitzt wie ein Schwein. I see, Goku ist deine Wahl. Ja, können wir den benennen. Ja, es passt. Aber es ist zu warm. Und da das aus Polyester besteht, kann ich mich genauso gut in Folie einwickeln. Es gibt zwei Sachen bei Cosplays. Wenn die aus Polyester sind, erstens schwitzt du da drin wie ein Schwein, zweitens Polyester übernimmt den Geruch, verinnerlicht den Geruch, die Textur. Das bedeutet, wenn du in dem Ding zu stark schwitzt und dann zu lange das Ding anhast, dann kriegst du den Geruch auch nach dem Waschen nicht mehr wirklich raus. Deswegen muss ich aufpassen, wann ich das anziehe. Ja, ich habe mich ein bisschen informiert, bevor ich es mir gekauft und angezogen habe. Jo, wollen wir Goku einen... wollen wir Goku einen Spitznamen geben? Ja oder nein? Nach erstmal nicht zum Testen. Zum Testen nicht.
Zum Testen erstmal nicht. Vielleicht mache ich dann doch erstmal ein Let's Play. Mal gucken, wie lang es geht. So, Poloch hat Vegeta genommen. Es war so klar. Warte, Walner. Wir wollen ja wohl als Level kämpfen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Rivale Poloch möchte kämpfen. Er setzt Vegeta. Oh, cool. Oh, for Pete's sake. Alles klar, um Himmels Willen. Pipapo, Trainers kämpfen und leveln. Und wir kennen das ja alles. So, was kann man denn? Kaioken und Kampf. Muss ich erstmal die Kaioken. Oh, Punch. Das wird lustig. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Geschwindigkeit und Stärke. Alles klar. Ah, Vegeta kann also einen Power-Tritt. Alles klar, der kann seine Attacke steigern, aber ich bin schneller. Oh, du Hurenbock! Ah, ein kritischer Schaden. Ah, fick doch die Henne. Scheiße. Oh, die Drecksau. Ja, es ist der erste Kampf, deswegen verliere ich kein Geld. Oh, Kacke. Diese Mistsau. Okay, ich nehme meinen Fighter und kämpfe. Alles klar, wir sehen uns. Jo. Alles klar. Oh, die Sprites, wie cool. Alles klar, seinem Goku geht's gut. Wir haben den ersten Kampf gegen Vegeta und Poloch verloren. Technologie ist unglaublich. Du kannst Items und selbst Menschen in den Kapseln von Dr. Brief stecken. Ja, das ist super. Ich hätte vielleicht gewinnen können, wenn ich mich an den Start von Pokémon richtig erinnert hätte. Grüß dich, Zati Marti. Jo. Ja, was ist denn das? Onigiri! Ein Reisbällchen, wie geil. Ja, so keine Tränke oder so. Jo, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Zeldri hat sich gestern gelöscht. YouTube sowie Twitch. Also heute habe ich ihn nicht mehr auf Twitch gefunden. Von daher, jo, schade. Aber na gut, der Herr Zui und ich haben ja darüber schon genug gesprochen. Ich arbeite in einem Markt. Es ist wir verkaufen viele Items. Okay, ich gebe dir eine Sample. Im nächsten Dingsbums, alles klar. Ja, gut. Mit so einem Goku im Gepäck macht sich der kleine 10-Jährige auf. Okay, die Musik ist cool. Ein Pflanzenmann! Ein Cyberman! Es sind immer die Cybermans! Okay, die Musik ist cool. Das ist geil. Ich kann es nicht ganz genau sagen, wieso. Aber er hat sich gestern mit den falschen Leuten eingelassen. Wurde aufs Übelste getrollt. Und hat das wahrscheinlich mental nicht verkraftet. Sag's mal so, er hat versucht, Aufmerksamkeit zu generieren, indem er die Community vom Drachenlord fertig gemacht hat oder angegriffen hat. Die sind dann dementsprechend auch hingekommen. Und dann hat er bei zigtausend Bots mit 750 Zuschauern ist er dann in Discord mit den Leuten gegangen und dachte, er könnte da Fame abkriegen. Und die haben nichts gemacht, außer ihn die ganze Zeit beleidigt und bedroht. Und der Bärentyp, wie geil. War der nicht aus der Wüste? Ich glaube, Kid Goku hat gegen den gekämpft. Oder war das Yamchu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gehört aber nicht zur Red Ribbon Armee. Cool. Naja. Auf jeden Fall war er irgendwie 2 Stunden mit dem Discord und hat sich da fertig machen lassen. Und was weiß ich. Naja, wie gesagt, muss er wissen, er ist ein erwachsener Mann. Manche Sachen waren interessant.
habe da kurz rein, was heißt kurz, ich habe da die letzten 2 Stunden reingehört. Manche Sachen waren interessant, wurde ein bisschen auseinandergenommen. Sowohl logisch als auch unfair. Naja, habe ich heute schon mitbekommen. Hab gesagt, okay, Twitch ist vielleicht noch drin, aber nicht mehr. Na gut, wollen wir mal weitermachen. So, jetzt will ich erstmal ins... Was ist das eigentlich? Da oben steht der HC. Heal your fighters. Heal Center. Okay, macht Sinn. So, Schwester Joy. Willkommen im Heilungscenter. Wir heilen deine Fighter. Alles klar. Alles klar, wunderbar. Wir sehen dich, hoffentlich kommst du bald wieder. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ah, kommst du von Mount Pausu? Ja, du kennst Professor Brief, richtig? Ah, Briefs Paket. Okay, ich werde hier ein bisschen den die Speed-Dingsbums benutzen. Dann läuft das Spiel auch flüssiger. Aber die Musik ist eigentlich cool. So. Wie gesagt, man kann drüber sprechen, aber ich weiß halt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und ich habe dem viel zu oft gesagt, dass er sich nicht, dass er nicht irgendwelche Leute hosten oder Leute Videos kommentieren soll, um ein paar Zuschauern Aufmerksamkeit zu erregen, weil er sonst nichts zu erzählen hat. Das habe ich schon oft genug gesagt, dass das blöd ist. Und ja, na, das halt mit Drachenlord gemacht. Und ja, dementsprechend haben sie ihn auch mal so behandelt. Und das hat er mental nicht verkraftet. Wie geht's meinem alten Kämpfer her? Sieht mehr stärker aus. Oh, du hast was für mich. Alles klar, Paket. Wunderbar. Ich glaube, es ist ein Scouter, ne? Das und wir kriegen Pokebälle bzw. Kapseln. Alles klar. Was sagt denn der Scouter? Grasslandfighter, Forestfighter. Okay, wir sehen jetzt nicht, wie viel wirklich da sind. Numerisch. Ah, Goku. Ah, die können sich also auch... Oh, das wird lustig. Die können sich also auch entwickeln. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, es ist halt wirklich... es ist Pokémon, nur mit... Dragon Ball. Das ist cool. Und ich bin echt am Überlegen, daraus vielleicht mal so eine Art Let's Play zu machen. Wenn jetzt am Freitag Horizon Zero Dawn nicht rauskommen würde. Hier vielen lieben Dank nochmal an den lieben Julian. Der wird es wahrscheinlich nicht sehen. Für die 45 Euro Donation. Beziehungsweise, was heißt Donation? Er hätte einfach nur ausmachen müssen. Also ich weiß nicht, wo er geratet wurde oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er freiwillig in Discord gegangen ist, sich beleidigt hat, beleidigt lassen. Natürlich wurden ein paar Sachen von ihm dann auch auseinandergenommen. Im Sinne von hier, dass er ständig auf irgendwelchen Psychosen und so rumgeistert und irgendwie auf Mitleiderregung und so hofft. Das wurde von den Leuten dann halt auseinandergenommen. Wie gesagt, manche Sachen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sagt, okay, jetzt hinterfragen wir mal das, was er sagt. Und hat sich dann halt auch wirklich zum Opfer und zur Tortur machen lassen. Dementsprechend kann ich halt auch nicht wirklich sagen, ne, er hätte einfach nur aufgehen müssen. Aber nein, 700 Zuschauer, es hat ihm gefallen und dementsprechend schaltet er auch nicht ab, ne? Das bedeutet, wenn man famegeil ist und massiv Zuschauer haben will, dann sollte man auch vom Kopf her in der Lage sein, damit umzugehen. Er hätte nur aus dem Discord raus müssen und einfach weiterspielen müssen. Ignorieren und fertig, aber naja. Und
dass er sich das so lange mitnehmen lässt, dass es, wie heißt's, dass er sich davon halt genötigt fühlt zu löschen. Da denke ich mir so, Was so ein bisschen interessant war dabei, war, dass diese Leute halt seinen Wohnort herausgefunden haben und er sich dadurch irgendwie bedroht und gehackt gefühlt hat. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich eine Sache sagen, die haben noch nicht mal seinen richtigen Namen benutzt, um ihn da irgendwie anzusprechen. Die haben zwar den Wohnort von ihm genannt, aber wer Facebook benutzen kann, hat es herausgefunden. Das ist das, was ich heute so ein bisschen gesehen habe, weil ich mal gucken wollte, okay, wie konnten denn diese Hater dann herausfinden, wo er angeblich her ist. Das sind Kapseln. Yamchu! Ah, den hole ich mir. Goku, mach dir nicht platt. Nur ganz leicht mit dem Finger antippen. So, Tasche. Kapsel. Wir können... Naja, auf jeden Fall. Wir haben falschen Namen benutzt von ihm. Das hat ihm relativ wenig interessiert. Aber weil sie halt wussten, aus welchem Ort er kommt, hat er es für real gehalten. Das Problem ist allerdings, heute habe ich mal 2 Minuten auf Facebook. Nein. Kann man nicht. Zumal die IP alle 24 Stunden geändert wird und auch die IP einigermaßen anonym ist. Also wenn du meine IP weißt, ist es zwar ganz gut, aber was kannst du da großartig machen? Wenn ich da keine, eigenen Schlupflöcher in die Netzwerkadresse reinhaue, dann passiert da in der Regel gar nichts. Also von daher ist es Quatsch. Das Problem ist allerdings, ist halt nicht, dass die den groß gehackt haben, sondern das Problem ist einfach nur daran, dass er seine Videos auch über Facebook zelebriert hat und auch mit richtigen Namen auf Facebook zu finden ist. Und auf Facebook hat er auch seinen Wohnort angegeben. Dementsprechend war es nichts Besonderes. Yamchu geben wir keinen Nicknamen. Von daher ist es totaler Quatsch. Auch dieser eine Typ, dieser 404 Coinflip, den wir ja gebannt haben, Justin, der hat ja auch meinen Vor- und meinen Nachnamen im Chat genannt. War ich auch erst so ein bisschen erstaunt, aber dann 2 Minuten später habe ich mal ein bisschen nachgedacht und habe gesagt, ja super, toll, er konnte Facebook benutzen, ne? Da ist auch mein Vor- und mein Nachnamen drin. Also von daher, das ist alles, die Leute rühmen sich immer mit irgendwelchen Hack-Skills und ich kann deine IP herausfinden, so. Das ist totaler Quatsch. Man kann nur mit den Informationen um sich werfen, die man halt auch selbst von sich preisgibt, ne? Wenn ich meinen Wohnort auf Facebook zelebriere und meine Videos auf Facebook zelebriere, dann brauche ich mich nicht wundern, dass der eine oder andere Troller oder Troller halt auch auf mein Facebook-Profil halt kommt, weil es nun öffentlich ist. Und dementsprechend auch auf diese Information zugreifen kann. Das ist völlig normal. So, wir haben Pflanzenmann im Gepäck. Wir haben Yamchu im Gepäck. Das sieht ganz gut aus. Die Skins, cool. Ja, genau. Er hätte nur aufgehen müssen und fertig. Das Problem, wie gesagt, Zui und ich haben ja schon darüber gesprochen, wenn eine Person, also gerade Zeldri, wenn der einmal da drin gewesen ist, dann hört er auch nicht drauf, ne? Also ich hätte ihm 1000 Mal schreiben können, geh doch einfach offline, beende den Stream und fertig, hol dir einen runter und entspann dich. Die können schwätzen, wie sie wollen, darauf hätte er halt nicht gehört, ne? Und dementsprechend, wer es halt nicht will, will es halt nicht, ne? Wer die Aufmerksamkeit sucht, dem kann man halt nicht mehr helfen. Man kann halt nichts machen. Oh, Krillin! Oh, Krillin! Ah, den holen wir uns. Oh, Karateschlag. Geil. Ja, Krillin, den ziehe ich mir rein, meine Freunde. Das ist logisch. Alter, Krillin. Ich muss ja sagen, ich habe früher ja gerne die Mad-Zeitschrift gelesen. Und da haben sie auch mal Dragon Ball verarscht. Und da haben sie, ich weiß gar nicht, was war denn der Name von Krillin?
Ich weiß auf jeden Fall, der Name von Piccolo, den sie da genannt haben, der ist im Gedächtnis geblieben. So, eigentlich müsste ich jetzt erstmal meine Kämpfer ein bisschen trainieren. So ein Goku mit Level 8 ist eigentlich ganz lustig. Ja, natürlich fange ich jeden Gegner, den ich treffe. Ist halt nur die Frage, wen behalte ich in meinem Team. Ich werde jetzt erstmal auf Stufe 9. Will ich den fangen? Habe ich den schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, habe ich noch nicht. Weißt du was? Den fange ich mir auch noch. Ich will einfach mal gucken, wie die Weiterentwicklungen sind. Fuck. So, okay, wenn da so ein Dragon Ball auf der linken Seite ist, habe ich den schon. Okay, ich verstehe. Och, komm schon. Goku, hör auf, die Leute zu one-hitten. So, wollen wir mal Yamcha machen? Der ist schwach. Yamcha, wie cool. Ach, herrlich. Ja, Cyberman, euch habe ich schon. Ich will den anderen Vogel nochmal haben. Der ist gar nicht so häufig. Super, Level 5. Jawoll. Werfen wir mal eine Kapsel. Herrlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab gestern erst herausgefunden, dass es sowas gibt. Und hab's mir gerade erst installiert. Ja. Ich glaube schon. Ich lese die mir gleich mal durch. Aber ich glaube, das sind eher so normale Informationen. Goku. Er ist ein starker Saiyajin, geboren auf dem Planeten Vegeta, wie auch immer. Er ist auf der Erde aufgewachsen und nachdem er auf dem Planet gesendet wurde. Und dann sieht man noch die Größe und wo man den findet. Okay. Vegeta haben wir natürlich keine Einträge. Krillin. Ah, hier. Goku ist ein Kämpfer. Krillin ist Kämpfer normal. Er ist ein Schüler von Meister Roshi. Seinen Mut und seinen Glaube an seine Kameraden geben ihm Stärke. Okay. Wen haben wir hier? Yamcha. Bevor er der Schüler von Muten Roshi wurde, war er ein Bandit. Seine Techniken konnte er dank des Trainings gut meistern. Er ist ein bisschen größer als mein Spieler. Bär. Diebischer Bär. Dieser Bandit klaut Sachen von schwachen Leuten. Du solltest ihm besser nicht über den Weg laufen. Das ist ganz schön groß. Und Cyberman. Gras und Ground. Okay, Pflanze und Boden. Diese kleine Kreatur ist das Resultat von einer komischen Saat, die im Boden aufgewachsen ist. Er kann, Säure ausspucken, wenn er seinen Schädel öffnet. Ich lese die meistens nicht durch, weil das sind so Kleinigkeiten, so kleine Geschichten, die ich eigentlich selbst aus der Serie kenne, weil ich bin bekennender Dragon Ball Fan. Ich habe als Kind schon Dragon Ball geguckt. Ich habe als Jugendlicher Dragon Ball Z geguckt. Ich habe enttäuschenderweise Dragon Ball GT verfolgt. Dann habe ich mir das Original angeguckt. Weil einfach im deutschen Free TV viel zu viel zensiert wurde. Und ich habe Dragon Ball Super geguckt, während meiner Ausbildung auch noch immer regelmäßig verfolgt. Und mich immer gefreut wie ein kleiner Spatz auf der Hand, wenn halt eine neue Folge rausgekommen ist. Ich habe auch den Manga gelesen. Und freue mich schon auf die nächste Folge Super Dragon Ball Heroes. Krillin hat Yamcha besiegt, macht aber eigentlich keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich die alle wirklich trainieren will. Sollte man ins Heal Center gehen. Kann ich ein paar Setsubohnen benutzen? Ah, mein Team ist so geschwächt, dass
Eine kleine Bowlingkugel. Ich will mal gucken, ob wir es zum ersten Arenenleiter schaffen. Und wie sie da heißen. Es wäre eigentlich cool, wenn es Dragon Balls wären. Weil es ja wirklich Dragon Ball ist, ne? Aber es gibt 8 Orden. Wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir ja uns ein bisschen spoilern lassen. Ja, es gibt 8 Orden. Die Frage ist, sind es wirklich Orden oder sind es wirklich Dragon Balls? Und wenn es Dragon Balls sind, warum keine 7? Es wäre natürlich ganz gut, wenn das erste vielleicht, wenn das letzte vielleicht irgendwas Besonderes wäre. So, ich habe jetzt meine Kämpfer geheilt. Ich glaube, viel mehr verschiedene werde ich hier auch nicht finden. Na gut, ich krieg das hin. Na komm, Poloch. Hey, Walner. Bist du auf dem Weg zur Dragon League? Vergiss es. Du hast noch nicht mal genug Orden, oder? Die Wachen lassen dich nicht mehr durch. Sind deine Kämpfer stärker geworden? Ja, natürlich. Mein Goku tritt dir in den Arsch. Oh, Level 9, okay. Könnte natürlich mal probieren, dass man das vielleicht als Nuzlocke macht. Mal greifst du mit dem Schwert an. Das ist okay. So, Kegelkrillin. Oh, Drunk Fit. Alter! Fuck, was war das denn? Alter, haut der mir eine Kelle Cannon raus. Was ist Drunk? Drunken Fist. Wie geil. Oh, herrlich. Oh. Ah, Galeguro. Das ist der Signature-Move von Vegeta. Neben dem Final Flash. Na gut, Goku. Kaioken Rush. Oh, Power-Up. Das gefällt mir gar nicht. Jawohl. Ah, so sieht's aus, Mutti Maus. Wunderbar. Mehr ein Poloch besiegt. Yay. Haha, geh mal wieder dein Kot naschen, du Rosettenschlemmer. Alles klar. Das ist schön. So, ja. Heute ist der 3. August, ne? Ich will, dass es 7. wird. Aber es ist gerade erst Montag. Wenn du Montag schon hoffst, dass es Freitag wird, dann hast du echt ein Problem. Aber es hat einen Grund. Und das Wochenende selbst ist mir relativ wumpe. Ich möchte einfach nur Dingsbums. Ich bin mal gespannt, was für Pokémon oder Pokémon. Ich wollte sagen, was für Pokémon wir im Methenia-Wald sehen. Gehst du zum Nordwald? Natural Mason there. Be careful, you do. Alles klar, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht verloren gehen. Die Musik ist cool. Ich komme mit meinen Freunden und haben uns einige Kämpfer gefangen. Wir sind alle scharf auf den Kampf. Okay. For burn, use burn heal. Alles klar. Und die kriegst du im Markt. So, wieder eine Kapsel gefunden. Bin mal gespannt. Okay, der Hintergrund ist cool. Aber Cyberman ist... Meh. Na, wir haben eine Kapsel gefunden. Wunderbar. Wieder Cyberman. Ich würde sagen, Level 10 ist... Ah, Tambarin! Aus Dragon Ball. Ist eigentlich gar nicht... Oh, super effektiv. Das war doch der, der im Dragon Ball den Krillin am Anfang getötet hat. Ich kann mich an dich erinnern. Du warst ein Drecksack. So, Cyberman. Ja, komm, drauf geschissen. Truff, truff, truff. Gar nicht erst lang schnacken. Kopf in den Nacken.
Na, ich habe so viele Kapseln auf einem Kämpfer verbraucht jetzt und nicht geschwächt. Er ist jedes Mal freigekommen. Ja, das ist mir schon klar. Okay, oh, was? Onigiri ist, glaube ich, ein Trank. So, keine Angst, ich benutze die Speed-Taste des Emulators. Dann müsste man eigentlich auf eine Cartridge brennen und dann für seinen eigenen Game Advance benutzen. So, will ich mal kämpfen. Mal gucken, was du so dabei hast. Käfersammler. Es war klar, dass du die hast. Oh, an den kann ich mich nicht erinnern. Das war auch ein Dragon Ball Gegner. War der aus einem Tournament? War der aus einem Turnier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine ja. Das war aber nicht der Bakterien. Oh, wo kam der denn her? Fuck. Wollte ich nicht auf Level 10 trainieren? Warum ist mein Goku noch immer auf Level 9? So, dann lege ich den mal zuerst hin. Fight. Kaioken. Wir haben nur Kampfattacken. Ich möchte jetzt nicht alle one-hitten. Gut. So ein Goku ist Level 10, das ist okay. Ah, Tambourin wieder. Cyberman, okay. Wunderbar. Also tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen rumpimmel. Mit der Speed-Taste, aber... Was ist denn ein Ripple? Capsule, Key-Items, Items. Achso, Schutz. Okay, Entschuldigung. Ich bin mit den englischen Begriffen gerade aus Pokémon nicht so ganz vertraut. Von daher... Ich will natürlich hier jeden Trainer mitnehmen, einfach in der Hoffnung, ein paar coole Drum, okay. Der ist anfällig gegen Kampfattacken. Der auch. Okay, ich weiß nicht, ob ich wirklich unserem Yamcha ein Reisbällchen geben will. Aber warum eigentlich nicht? Okay, ich dachte, jetzt hätten wir... Ah! Wie cool ist das denn? Weil der Bear Thief ein Dieb ist, ja, kann er Gegenstände mitnehmen. Timid Nature, Ability, Pickup. Ah, wie cool. Das haben sie in der dritten Generation ja eingeführt. Stimmt, so habe ich am Anfang, das war eigentlich ganz lustig, so habe ich mir meine, so habe ich mir meine Pokebälle finanziert. Als ich zum ersten Mal Saphir gespielt habe, gemerkt habe, dass die Zickzacks, die du im Inventar, die du im Dingsbums hast, im Rucksack, dass die auf einmal irgendwann random Gegenstände aufnehmen. Da habe ich dann immer meine Piccolo! Piccolo! Alter, den ziehe ich mir rein. Piccolo im Team. Ah, komm schon. Piccolo im Team. Hallo. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, immer wenn ich Pokémon trainiert habe, habe ich mir immer so eine, habe ich wirklich so eine Reisetasche gepackt, dass ich gesagt habe, okay, ich trainiere jetzt mit dem Pokémon. Und habe dann einfach 5 Zigzags oder Geradax dann in mein Inventar gepackt und habe dann einfach trainiert und habe dann immer hier die Items von den 5 anderen genommen. Was eigentlich ganz lustig war, weil dann immer so Sachen kamen wie Superball, Supertrank. Oh, Crit! Scheiße! Oh, Piccolo wäre cool gewesen. Den hole ich mir. Okay. Piccolo ist geschwächt. Berry Pouch. Ah, Bärentasche. Okay. Wir haben noch 2 Kapseln. Ich muss mal wieder ein paar Capsules kaufen. Ich werde Piccolo auf jeden Fall. Du Ratte. Yes, hat geklappt. So,
Forest Fighter, ja. Er ist ein Kämpfer vom Planeten Namek. Er kann sich selbst heilen und regenerieren und regeneriert Körperteile instant. Alles klar. Natürlich, ich weiß auch, wie ich den nenne. Matt, Team sei Dank. Rip Piccolo. Oh, schön. So, Yamcha müsste doch auch bald... Was ist mit dir? Ah, einige Kämpfer können sich entwickeln. Das ist cool. Das ist cool. Aber es wäre ganz cool, wenn zum Beispiel Son Goku irgendwann als... wenn Son Goku Saiyajin, also Super Saiyajin Son Goku und dreifacher Saiyajin. Das wäre echt cool. Grüß dich, Mizukine. So, Yamcha, erstmal schön in die Fresse. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich ja schon Dingsbums geschrieben. Im Discord. Dass ich viel lieber weniger Leute... als Zuschauer habt, dafür aber vernünftige als irgendwie, was weiß ich, 1000 und sowas wie gestern, der liebe Zeldri. Von daher. So, Cyberman. Ah, es wäre ganz lustig zu gucken, wer jetzt gegen was effektiv ist. Machen wir mal Drunken Fist. Das sieht aus wie Ruckzucki. Ja, wundert mich, dass du Links posten kannst, Adriano, aber ist okay. Ah, der Krillin ist ganz schön schwach. Ah. Leer, aber ist doch Heuler eigentlich. Nehme ich da Pipi-Klo oder nehme ich den Bear-Thief? Sind eigentlich beides... Also Piccolo, ja, würde ich gerne vielleicht auch doch ins Team nehmen. Die Frage ist halt nur, eigentlich will ich Bertie von Cyberman nicht ins fest ins Team haben. Aber fürs erste Team, für den ersten Arenenleiter brauche ich die auch auf der anderen Seite. Ah, das ist ein bisschen schwierig zu entscheiden. Pipi-Klo, jawohl, Kick habe ich nicht übrig. Okay, weg damit. Auf der anderen Seite ist unser Yamcha auch schon auf Level 10. Genauso wie der Goku. Na gut. Können wir überhaupt schon rennen? Eigentlich schade, dass es nicht geht. Gut, ein Onigiri bzw. ein Trank. Ich finde es nur schade, dass die Item-Posts auf die neuen ROMs oder die neuen Edition nicht übernommen wurden. Also zum Beispiel... Oh, doch. Super, haben sie gemacht. Geil, wusste ich nicht. In der Originalversion ist der Gang kleiner. Das bedeutet, du kannst nur links und rechts laufen. Einmal und nicht fünf breit, sondern nur zwei. Und da ist vor dem Trainer liegt da halt ein Trank. Ich war aber nicht sicher, dass er das in Feuerrot und Blattgrün auch übernommen hatten. Oh, Level 9er Pipi-Klo. Das ist übel. Traurige ist, dass mich dieses Mad-Magazin als Kind so, beziehungsweise als Jugendlicher so geprägt hat, als ich das gelesen habe. Ich fand es einfach so lustig, dass ich Piccolo immer jetzt mit diesem Pipi-Klo in Verbindung bringe. Ach ja, das war schon lustig. So, unser Bear-Thief wird jetzt sterben, aber hat Pipi-Klo gut geschwächt. So, komm Yamcha, kriegt der auch nochmal auf die Fresse von dem. Och, Kacke. Der hat ja keine AP. Bevor der sich aber jetzt hier die ganze Zeit hochbufft. Ja,
habe keine Ahnung, was das ist. Attacke und Verteidigung, ja super. Hat er zu oft gemacht, hat nichts gebracht. Ah, so ein Goku muss seine XP mit Yamcha teilen, ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich habe mir eigentlich gedacht, so ein Goku vielleicht Justin zu nennen, aber nicht für einen Test. Ich habe es halt installiert. Also was heißt installiert? Ich habe mir die ROM halt runtergezogen und gedacht, okay. Ich wollte erst ein Let's Play daraus machen, aber dann fällt mir ein, dass Horizon Zero Dawn nächsten Freitag rauskommt und dementsprechend dann alles auf Eis gelegt wird. Und ich auf der anderen Seite noch Summer in Mara in den letzten zwei Wochen auch nicht wirklich weitergespielt habe. Dementsprechend. Und ich habe noch Zelda Ocarina of Time auf der einen Seite mal ganz kurz angefangen. Dementsprechend möchte ich eigentlich nicht jetzt noch hier tausendmal hier großartig neue Projekte anfangen. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Normalerweise müsste ich jetzt im Speed-Durchlauf sind alle am Springen, außer Goku und der Bär. Hier seht ihr das. Krillin, die haben schon, ja gut. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen auf Level 10 trainieren. Mal gucken, was hier noch so... Tarls! Tarls! Oh, wie cool! Oh, habe ich noch eine Kapsel? Ich glaube nicht, ne? Ich will den einfach nur im Team... ich will den nicht im Team haben, aber ich will den fangen. Nein, ich habe keine Kapsel mehr. Ach, ärgerlich. Tails oder Tab... Wie war denn? Wie hieß der wirklich? Tails? Im Deutschen meine ich jetzt. Ah, das war der Zwillingsbruder von Son Goku. Der kam mal ganz kurz auf die Erde und hat dann von Goku auf den... Kam der vor Raditz oder kam der nach Raditz? Ich meine, der kam nach Raditz nochmal ganz kurz auf die Erde und hat von Son Goku in den Arsch getreten bekommen. Das war aber wirklich nur so ein kurzes Spin-off oder... Nee, warte, der war gar nicht in der richtigen Storyline drin. Das war, glaube ich, ein Film. Genau. Raditz, wie geil! Cool! Ach so! Ich weiß, was ich wollte. Ich wollte mir neue Kapseln kaufen. Das habe ich ja ganz vergessen. Schade. So. Hi, was willst du kaufen? So, und 5 von denen. Dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, falls ich mal irgendwas verlieren sollte. So. Raditz, du kommst ins Team, bist aber als PC-Futter. Like wie die anderen Saiyajins. Sein Schwanz erlaubt es ihm, in einen großen Affen zu werden durch die Energie des Mondes. Alles klar. So, Tails. Dieser Saiyajin draws his strength from the fruit of the tree of might. Genau, dieser Saiyajin hat seine Kraft von den Früchten des Baumes der Kraft, der Macht. Genau, stimmt. Das war so ein Film, so ein Dragon Ball Film. Da kam Tails auf die Erde und wollte irgendwie so Früchte sehen, die einem die Kraft steigerten. Und da hat er auch seine Kräfte her, um so irgendwie dann, was weiß ich, Freezer zu schützen. Allerdings, der Baum der Kraft hat der Erde die Lebensenergie abgezogen und deswegen mussten Piccolo und Son Goku dementsprechend angreifen. Mehr ist über ihn nicht bekannt. Ja, es ist der Zwillingsbruder von Son Goku. Wurde im Film auf jeden Fall noch gesagt. Man hätte sich den Film vielleicht mal genauer angucken sollen oder zweimal. Dann hätte man für den Dex-Eintrag durchaus ein bisschen mehr... Ich weiß nicht, ich bin kein Freund von diesem Cyberman. Vielleicht lege ich da wirklich Raditz rein. Das würde Sinn machen. Ich
meine, Raditz ist ein Arschloch. Klar, natürlich. Jeder weiß das. Aber... der könnte eigentlich ganz... Er hätte eigentlich ein cooler Charakter werden können. So in der Dragon Ball Saga, wenn der irgendwie zurückgekommen wäre, wäre gut geworden oder so. Son Goku hätte ihn bestimmt vergeben. Vor allem die Haare. Ist halt nur interessant. Raditz in der dreifachen Super Saiyajin Form hätte wahrscheinlich keinen großen... Oh, Turtles ist richtig stark. Gut, ist schon Level 5, ne? Weißt du was, da hau ich mal Raditz raus. Und tausche den gegen Krillin aus. Dann kann ich eigentlich schon wieder ins Heal Center. Ah, ist doch nervig. Aber so ist es am Anfang, finde ich. Das ist bei jedem Pokémon-Spiel so. Dass du am Anfang richtig Zeit... es ist richtig zeitintensiv und richtig nervig. Einfach den ganzen Kram hier alles nachzuleveln. Boah, wenn so ein Level 5er kommt, das erinnert mich so ein bisschen dran an diese Stelle. Dass du hier nämlich immer so Level 5er Taubsies hattest, die dich auch so richtig fertig gemacht haben. Aber auf Level, unter Level 10 brauche ich gar nicht in die Arena rein. Er ist ganz schön stark. Sag Bescheid, wenn euch das Speed-Gedöns auf die Nerven geht. Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass es auf Dauer echt nervig wird. Ich werde jetzt einfach mal trainieren. Ich werde jetzt nicht wegen jedem zweiten Piss hier zum Heilcenter gehen. Das wird dann nämlich dann doch zu langwierig. So, Raditz Level 5, das ist schon mal ganz gut. Krillin wird jetzt noch ein bisschen trainiert. Er erreicht jetzt auch gleich Level 7. Perfekt. So, dann nochmal Raditz. So, Raditz Level 6, wunderbar. Und jetzt sollte der eigentlich... Ah, Teilsmash. Schwanzschlag, also okay. Das läuft doch ganz gut. So, wenn du Level 5 erreicht hast, dann kannst du ja eigentlich ganz gut trainieren. So, jetzt wieder Goku und jetzt hau deinem Bruder mal schön eins auf die Schnauze und zeig ihm mal, wer den Survival-Kampf am Mittagstisch gewonnen hat. Ach, jeder, der Geschwister hat, kennt's. Survival-Kampf am Mittagstisch. So, Piccolo ist gar nicht mal so stark. Habe ich das Gefühl. Der hält nicht viel aus. Der hält wirklich nicht viel aus. So, Level 8. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich jetzt großartig keine Lust, jetzt alle noch auf Level 10 zu trainieren. Ich will mal die Arena besuchen. Komm, drauf geschissen. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Ich bin mal gespannt, was wir hier haben. Hey, do you want to dream big? Du willst groß träumen? Do you dare to dream of becoming a Grand Champ? Glaubst du, du kannst ein großer Champion werden? Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir Hinweise geben zum Gewinnen. Lass mich dir helfen. An die Spitze, alles klar. The first fighter, alles klar. Being order fighter, nein, alles klar. Different, alles super. Jupp. Ich sehe schon, wer es ist. Oh, er hat's verraten. Scheiße, ich wollte gerade fragen, wer, wer erkennt den Arenenleiter? Das ist nicht Rocco. Alter, das ist ganz schön stark. Hat er gerade mein... Oh, Tails auf Level 10 ist echt hart.
wollte sagen, wer erkennt den Dicken am Sprite schon? Oh, herrlich. Ich erkenne ihn, ich erkenne ihn. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Den habe ich auch erkannt, ohne den, den Namen eben gelesen zu haben. Ach, herrlich, herrlich. Wunderbar. Wer streamt jetzt eigentlich noch Florencia? Wenn der Zeltri sich gelöscht hat. Hat das Spiel jetzt auch diesen Support verloren? Ha. Ah, neuer Trainer schon wieder. Ich hoffe, du bist nicht wie ein Anfänger wie die anderen. Meine Kämpfer sind alle Saiyajins und ich habe sie. I've been able to train them thanks to my willpower. Alles klar, und ich kann sie trainieren dank meiner Willenskraft. Fühlst du nicht die intensive Aura meiner Kapseln? Die warten vor ihrem nächsten Kampf. Gib ihm try. For this battle because I'm not easy to defeat. Alles klar, ich hoffe, du bist bereit für den Kampf. Ich bin nicht leicht zu besiegen. Yachirobi, der kleine Dickmanns, der ständig nur am Heulen ist. Ach, herrlich. Mizukino streamt noch ab und zu. Aber... Oh, Saiyan Power. Oh, ich dachte, der verwandelt sich jetzt in einen Riesenaffen. Steigert nur seine Attacke, okay. Naja, was heißt nur... Oh, Raditz, du Penner. Hat einfach mein Pipi-Klo one-hitted. Einfach getreten, einfach weg. Einfach wie ein Stück Scheiße weg, rausgetreten. So, Bear Thief. Ich hoffe, du bist nicht one-hit. Ah, shit. Es wird nichts. Ich muss trainieren. Fuck. So, Bowlingkugel. Ich fand es ja immer lustig, dass die sich... dass die beiden sich so ein bisschen... Ah, war das Vegeta, der Krillin eine Bowlingkugel genannt hat? Und dann hat Krillin gesagt, hey Nappa, du hast doch auch eine Klatze. Ja, das war schon lustig. Es gefällt mir nicht, dass der seine Stärke so die ganze Zeit rumgehauen hat. Wie oft kann der den noch Mondschein machen? Und vor allem müsste Mondschein ja auf alle Saiyajins Auswirkungen haben. Ich will wenigstens... Ach, komm schon. Wenigstens den Raditz will ich noch besiegen. Komm, Yamcha, schaffst du. Ah, das könnte sogar klappen. Ihr merkt, ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ich finde das richtig lustig. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Sogar lustig werden. Ich glaube, mein Son Goku könnte den Raditz besiegen. Ansonsten muss ich echt noch mal ein paar Level leveln. Machen wir mal einen Kaioken Rush. Jawohl, Attacke hat gefailt. Super. Oh, super Angriff steigert. Super, wunderbar. Und Level 11, perfekt. Das ist ein guter Kampf. Das Spiel ist echt cool, ne? Das war schon lustig. Nappa, oh, geil. Oh, Nappa, wie schön. Herrlich. Dass er bei seinem Rock nicht einfach einen in die Eier kriegt. Puff. Oh, meine Dragon Balls. Blub. Ob man Nappas Kopf als Dragon Ball benutzen kann. Macht einfach ein paar Punkte drauf. Oh, schön. Goku Level 12. Schön, 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 schön. Ah, der Saiyajin-Orden.
Alles klar, ich dachte, man kriegt Dragon Balls oder so. Ei, Adriano, beziehungsweise Zui. Was du Dragon Ball nicht kennst, ist ein bisschen traurig, aber ist okay. TM2, Technologie, kann ich using, alles klar. Energy Punch. Aber das ist halt, also von der Oberwelt ist es halt.